Jo, was? Was? Als ob... Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und heute geht es um einen Mod, der mich persönlich sehr anspricht. Wie ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Mario Kart Double Dash. Und heute behandeln wir auch mal eine gemoddete Map. Und zwar aus Mario Kart Double Dash Peach Bay. Also Peach's Strand, glaube ich, müsste es im Deutschen irgendwie übersetzt sein. Und guckt es euch an, Freunde. Richtig, richtig cool. Man hört schon einfach, die Musik wurde auch verändert. Es spielt hier einfach diese Musik, die auch auf dieser Map spielt. Und wir können uns einfach mal frei hier bewegen. Und ich glaube, das ist eine der größten Maps. Wenn man sich das mal so anguckt, wo wir überall hingucken können. Natürlich, es ist ein bisschen überbelichtet, muss man ganz ehrlich mal sagen. Das ist natürlich ein kleiner Kritikpunkt, den ich an der Stelle habe. Weil man sieht gar nicht, dass da irgendwie Boden ist oder sonst was. Man könnte denken, da wäre irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie nichts mehr. Es gibt auf dieser Map insgesamt, ich weiß, es sind nicht viele, gerade mal 4 Power-Monde zu finden. Und natürlich ist wieder der Mod-Ersteller unten in der Beschreibung verlinkt. Und wie ihr sehen könnt, Freunde, guckt mal, ist hier eine Statue. Und da oben sehen wir schon den ersten Power-Mond. Und bei dieser Statue handelt es sich um die gleiche, die auch, ihr wisst es vielleicht, falls ihr das Sunshine-Projekt guckt, die auf Piazza Delfino rumlungert. Und ich versuche jetzt einfach mal, natürlich mit meinem Skill, da mal hochzukommen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Aber eigentlich sollte das nicht so das Problem sein. So, ja, jetzt habe ich hier kurz eine kleine Pause machen müssen. So, und da haben wir den ersten Mond. Aber die haben gar keine Namen, leider. Okay, das hat der Mod-Ersteller leider nicht gemacht. Und ihr habt gerade gesehen, da oben ist auch etwas gewesen. Also, ich glaube, das meiste spielt sich eher so in diesem Areal hier ab, was der Mod-Ersteller bisher gemacht hat. Aber er hat auch geschrieben, dass mehrere Monde wahrscheinlich dazukommen werden. Es ist, glaube ich, auch sogar die erste Mod von diesem Mod-Ersteller. Finde ich richtig, richtig cool dafür, dass es der erste Mod ist oder die Mod. Ich habe mich jetzt mal erstmal auf dieses Dach hier begeben, um auf diesen Sonnenschirm zu kommen. Ich weiß gar nicht, habe ich eben Palme gesagt? Natürlich ist das ein Sonnenschirm. Und dann kommen wir erstmal hier an diese Stangen. Die kennt man natürlich aus dem normalen Game. Und da können wir uns jetzt, oh, das war falsch, einfach mal hochhangeln, sag ich mal. Zack, hier hoch. Und ich glaube, hier gab es sogar einen Power-Mond. Ihr müsst wissen, ich habe das mal ganz kurz angetestet. Aber nee, hier gibt es Glidern. Okay. Was wir jetzt mit denen machen sollen, ist mir aber noch ein Rätsel. Komm, wir benutzen den einfach mal. Ich glaube, der ist hier einfach nur so als Gimmick drin, dass wir den hier einfach mal so ein bisschen, ja, gleiten, hier runtergleiten. Und dann können wir ja mal so ein bisschen die Stage, wollte ich gerade sagen, hier mal erkunden. Aber der fliegt ja gar nicht mal so doll. Ich glaube, ich bin immer noch zu schlecht mit Glidern, irgendwie richtig zu fliegen. Ist ja auch egal, Freunde. Da vorne sieht man einfach Daisy Stampfer. Nee, das ist nicht Daisy Stampfer. Daisy Stampfer, der ist da hinten. Was? Princess Daisy, das ist einfach Daisy Stampfer. Und wie ihr wissen müsst oder solltet, ach, da vorne ist der nächste Mond, ist Daisy Stampfer auch eine eigene Strecke in Mario Kart. Also richtig, richtig cool von diesem Mod-Ersteller. Ich feiere diesen Mod. Ja, wie gesagt, die GameCube, meine absolute Lieblingskonsole. Und dementsprechend, ja, bin ich hier so ein bisschen... Ach so. Wo ist Glidon hin? Jetzt sag nicht, der ist abgehauen. Jetzt sag nicht, der ist abgehauen. So, aber, wie ihr vielleicht wissen solltet, ja, hier sollte man ein bisschen Vorwissen haben, gab es hier vorne eine, ich glaube, das war damals eine Abkürzung hier, wenn man hier reingefahren ist. Da ist man da oben irgendwie aus einer Röhre rausgeflogen. Das war gar keine richtige Abkürzung. Aber sie war ganz cool.